Die musikalische Begegnung zwischen Ost und West, Japan und Europa ist ein Schwerpunkt der Klangspuren 2002. Im kühlen Ambiente der Sowi Innsbruck trafen dabei das uralte Shō und das moderne Akkordeon aufeinander. Ein ganz besonderes Hörerlebnis. Das Shō mit seinem unverwechselbaren Klang erinnert fast an einen elektronischen Synthesizer. Dabei wurde es schon vor Tausenden von Jahren gespielt. This instrument was born in China maybe more than 3000 years ago. Dieses Instrument wurde in China vor über 3000 Jahren entwickelt. Vor 1300 Jahren kam es dann nach Japan. Ursprünglich wurde es aus Bambus gemacht. Das hier ist aus Ebenholz. In jeder einzelnen Pfeife befinden sich Metallblättchen. Es funktioniert also wie eine Orgel. Ich habe an der Universität zuerst Klavier gelernt, aber ich wollte meine eigene Musik finden. Und dann habe ich dieses Instrument kennengelernt. Für Mayumi Miyata, die sonst auch traditionelle japanische Musik spielt, ist gerade die Beschäftigung mit zeitgenössischen Kompositionen eine spannende Erfahrung, die dem Shō immer wieder neue Klänge entlockt. New music is very, very personal. Die neue Musik ist sehr persönlich. Die traditionelle Musik wirkt wie eine Verbindung zwischen dem Menschen und dem Kosmos, während die neue Musik wirklich eine Musik für den Menschen ist. New music, I feel it's really music for human beings.